Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG Drive. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xauk, wir legen auch gleich Schluss. Wir haben heute eine kleine Inseltour mit einem, ich würde sagen, Jeep-Geländewagen. Mal schauen, was es genau ist, erkennt man noch nicht so gut. Wir müssen als erstes hier einmal die Insel umfahren, zur Hälfte. Dann haben wir da ein Gebäude oder irgendwie sowas. Das müssen wir als erstes erreichen. Und von da aus müssen wir dann mal gucken, wie wir auf den Berg kommen. Auf jeden Fall sollen wir auf den Berg hochfahren mit demselben Fahrzeug. Und wir lassen uns auch nicht stressen, wir machen das ganz gemütlich. Schauen wir mal, was für einen Wagen wir haben. Ja, sieht aus wie ein Ford Bronco oder ein Jeep, irgendwie sowas. Fährt sich auf jeden Fall sehr angenehm. Wir fahren auch nicht zu schnell, wir machen das alles. Alle Ruhe, ganz gemütlich. Hauptsache wir kommen schön gechillt da oben an. Fährt sich angenehm, sehr angenehm. Ich würde mein nächstes Auto mal auch so ein Geländewagen. Vielleicht ist das ja das Richtige für mich. Das fährt sich super. Ziehen wir mal durch. Kickdown gemacht. Der Kickdown dauert aber, der dauert ganz schön lang. Oh, starke Kurve mit Schlagloch. Ui. Fahren wir mal hier links. Ich glaube, dass wir eh schon fast da sind. Und dann sind wir da hinten auf dem Berg. Den hat man gerade ganz kurz gesehen. Ich habe so noch keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Aber wir finden schon einen Weg. Mann, das wird cool. So was stehe ich. So, haben wir den ersten Checkpoint erreicht. Schauen wir mal, wo der andere ist. Also da sieht man ganz leicht den Strich oben über den Bäumen gipfeln. Hä, war hier nicht ein Weg? Oh, fuck. Das haben wir kaputt gemacht. Alles heil. Da hinten, da sieht man den Gipfel, da müssen wir hin. Vorsichtig sein. Dann werden wir das auch unbeschadet schaffen. Ich habe nur wirklich keine Ahnung, welchen Weg wir nehmen müssen, um da hochzukommen. Total würde ich sagen, das hier ist der falsche Weg. Ah, das geht doch schon in die richtige Richtung. Hier irgendwo ein Weg nach rechts reingeht. Notfalls nimmt man einen Feldweg einfach. Also einfach über das Feld fahren. Aber hier ist jetzt nirgendwo ein Weg. Wir könnten natürlich einfach durchfahren, ne? Das geht ja auch. Mal schauen. Hier. Das könnte doch gut sein. Ja, das sieht richtig aus. Weil das ist auch noch nicht so ganz der Weg da hoch, ne? Vielleicht hätte man da lang gemusst. Boah, das ist geil. Das ist ein richtiges Abenteuer. Fahren wir mal erstmal hier lang. Vielleicht finden wir. Ich bezweifle es irgendwie, dass das der richtige Weg ist, aber kann ja sein. Wenn da überhaupt ein normaler Weg hochgeht, das ist auch nochmal eine andere Frage.
Okay, auch mal hier so Innenansicht gehen. Boah, das ist schon geil, das macht Laune. So, dann würde ich sagen links. Fall weiter links. Ja, das könnte der richtige Weg sein. Boah, ist das geil, das macht richtig Bock. Auf geht's. 3 Tage war. Oh, aufpassen, Klippe. Oh, das ist ja... Warte mal. Mal gucken. Müssen wir da rechts? Ich glaube, wir müssen da links den Weg hoch, oder? Bin mir nicht sicher. Müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube, dass wir da links hoch müssten. Oder man kommt da hoch. Ich weiß es nicht. Probier es aus. Ich glaube, da geht es wieder runter. Okay. Blöde Geschichte mit dem Drehen jetzt hier. Das kriegen wir hin. Ein Weg, es ist auch ein Wille. Müssen wir mal gucken, da müssen wir jetzt da uns hochkämpfen. Das ist ja heftig. Sei ja nicht nach einem Weg aus, der wunderschön ist. Hier, so. Geile Sache. Oh, da kämpft er sich hoch. War das sehr easy für den Wagen hier. Easy going! Nice Aussicht. Bam! Und da sind wir oben. Cool, das hat ja auch richtig Laune gemacht. Davon müsste es viel mehr geben. Das ist richtig geil. Also, das macht richtig Laune. Ja, das sind wir auch am Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst einen kleinen Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.